Alle Leute, wir haben euch heute was Interessantes zu zeigen. Und zwar haben wir das Glück gehabt, ein Motorrad geschenkt bekommen. Das finde ich richtig genial. Aufgepasst, aufgepasst. So, da ist das wunderschöne Teil. Schaut euch das mal an! Ja, das tun wir mal weg. Schaut euch mal das geile Ding an. Ich meine, klar, da hat ja paar Kleinigkeiten sind schon dran. Streite ich gar nicht erst ab. Aber jetzt mal ehrlich, das Motorrad ist doch hammermäßig geil. Das ist doch richtig genial. Es hat ein paar Macken. Nicht nur das, der ist auch total verrostet. Ja, siehe ja da. Ja, aber an der Stelle habe ich schon Lenker aufpoliert. Man sieht ja da. Und hier habe ich es noch nicht aufpoliert. Sprich, das sieht so aus. Mit dem Scheinwerfer ist das gleiche. Schaut mal hier. Hier habe ich das schon aufpoliert. Da sieht super aus. Und schaut mal daneben. Da habe ich es noch nicht aufpoliert. Ich zeige euch auch gleich, wie es geht. Mit der Gabel ist auch so ähnliche Geschichte. Ja, schau mal hier. Da, total viel Rost. Der Rost hier, das stört vielleicht noch nicht mal, ja. Aber hier, da darf kein Rost sein. Sonst funktioniert das wie so eine Feile oder wie Schleifpapier. Weil man hat ja hier, hat man ja Simmerringe unten drunter. Da sind die Staubschutzkappen. Und unten drunter hast du ja die Simmerringe. Und die Dinger sind aus Gummi. Und wenn man so drüber geht, gut, da bin ich schon ein bisschen durchgegangen mit Schleifpaste. Und wenn das so grob ist, dann machst du definitiv irgendwann einen Simmerring kaputt. So, das ist nicht alles. Folgendes, man hat hier viel Chrom bei dem Motorrad. Es ist halt eine Chopper, ja. Man hat hier sowas wie sowas. Schaut mal das an. Ja, ja, schaut euch das an. Nicht schlimm, alles nicht schlimm. Dann hier, die Aluminiumteile, die sind alle eluxiert. Der zweite Auspuff, der sieht auch aus. Ist alles nicht tragisch. Die Blinker, das Teil. Ich habe das schon mal ein bisschen versucht aufzupolieren von der anderen Seite, aber das hier, das geht wohl nicht weg. Da werden wir uns noch was überlegen. Beziehungsweise ich habe mir da schon Gedanken gemacht und dann werden wir euch das zeigen, wie man sowas wegmacht. Und wie man solche Blinker wieder ordentlich hübsch kriegt. Das ist noch nicht alles. Und zwar, das Motorrad, das ist wirklich das Beste am ganzen Bike. Finde ich richtig genial. Man hat hier den Lack. Und schaut euch das an. Der hat zwar hier ein paar klitzekleine Kratzer, ist aber absolut nicht schlimm. Weil im Großen und Ganzen, man sieht da, der hat keine Beulen und sowas. Keinen Platzer, die Verkleidung ist ganz, ja, Kotflügel, der ist ganz, der Tank, der hat keine Beulen. Wir haben auch schon reingeguckt und das Motorrad, der hat auch, also im Tank drin, da ist auch kein Rost drin. Da habe ich mich riesig gefreut. Dann schaut euch mal hier das an. Guck mal hier. Und zwar, schaut euch das an, 12.000 Kilometer gerade mal runter. Das ist doch gar nichts. Das ist ein Chopper. Sprich, das ist, ja, besser gesagt, das ist ein Cruiser. Damit fährt man schön gemütlich. Und ich schätze mal, der Vorbesitzer, das war schon ein älterer Herr. Und an der Stelle schönen lieben Gruß. Und vielen Dank für das Motorrad. Der Vorbesitzer, wie gesagt, das war schon ein älterer Herr. Und ich schätze mal, der ist richtig gemütlich damit gefahren. Das heißt, mit 12.000 Kilometern, das ist gar nichts für das Motorrad. Aber das ist leider noch nicht alles, was das Ding hat. Folgendes. Ich habe das Motorrad jetzt zwar geschenkt bekommen, allerdings gibt es da einen klitzekleinen Haken. Und zwar hat das Motorrad keine Papiere. Tja, ich habe mich schon ein bisschen erkundigt, aber das machen wir in einem extra Video, wenn es fertig ist, weil ich will die Spannung nicht vorwegnehmen. So, wir legen einfach mal los mit dem Wiederbeleben von der Maschine. Als erstes, ihr kennt das ja von mir,
Was kommt als erstes? Wer schön aufgepasst hat in meinen Videos, der wird Bescheid wissen. Als erstes ist der Vergaser dran eigentlich. Ja, aber beim letzten Video habe ich auch schon gesagt, der Roller, der hat einen Kunststofftank gehabt. Sprich, da konnte sich kein Rost bilden. In dem Fall haben wir aber Metalltank. Selbst wenn das sauber aussieht, wir schauen einfach mal rein. So, man sieht keinen Rost. Sieht eigentlich alles prima aus. Aber ich wette, da ist da was drin. Dadurch, dass die Maschine jetzt knapp 4 Jahre oder so laut Aussage vom Vorbesitzer, da wusste er es aber leider selber nicht mehr so ganz genau. Also stand die Maschine auf jeden Fall ziemlich lange. Und da sollte man auf jeden Fall den Sprit wechseln. Das machen wir jetzt mal. Ich habe hier einen Schlauch. Einfach ein Stück Schlauch. Benzinhahn ist zu. Machen wir mal Schlauch abziehen. So. Neuen Schlauch rein. Und man hat ja hier, der Pfeil zeigt ja auf off. Man hat einmal on, also voll offen. Und einmal Reserve. Wir machen das jetzt auf Reserve. So. Und da kommt Sprit raus. Man sieht das schon. Der Sprit, der ist total gelb. Ich schätze mal, der ist nicht mehr so toll. Das würde bestimmt auch noch gehen. Aber sicherheitshalber lassen wir den mal lieber ab. Den lassen wir erstmal laufen. So. Der Sprit ist komplett abgelaufen, man sieht da, es war ja auf Reserve. Das Wichtigste dabei ist, dass das Motorrad gerade steht. Sprich, auf dem Hauptständer haben wir den jetzt hier hingestellt. Wir können noch ein bisschen hin und her wackeln. Da kommt aber definitiv nichts mehr raus. Gut, jetzt können wir Folgendes machen. Da, schaut da, ein paar Tropfen haben wir noch rausgekriegt. Das, was wir hier haben, das ist Abfall. So, jetzt ziehen wir den Schlauch wieder ab. Benzinhahn wieder zu. So, jetzt können wir erstmal zur Seite stellen. Den Schlauch, den Benzinschlauch, der zum Vergaser geht, machen wir wieder drauf. Manche werden jetzt sagen, ja, die Schelle muss man abmachen und hast nicht gesehen, den Schlauch austauschen. Ja. Das mache ich noch alles, keine Sorge. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir erstmal erste Geräusche von dem Motorrad hören. Und zwar, ich habe hier zweimal verschiedenen Sprit. Das ist stinknormale Super von der Tankstelle. Das hier, damit habe ich die Kettensäge betankt. Das ist ein Benzin-Öl-Gemisch. Wir machen erstmal den rein, weil Benzin-Öl gemischt dafür, dass wenn da irgendwie Rost drin sein sollte oder so, dass sich das Ganze gleich umwandelt, weil Öl und Rost. Das habe ich aus meiner Erfahrung schon so und das muss ich eigentlich jedes Mal probieren. So, mach das nicht rein. Bei sowas immer schön Lappen dabei haben am besten, weil wenn das Ganze auf den Lack kommt, das verträgt sich nicht. Wir haben ein bisschen Gemisch reingemacht. Das reicht. Viel brauchen wir da nicht. Ein halbes Liter Gemisch, das reicht dicker. Schön fest aufschrauben. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sprit rein. Ein Liter oder so, das reicht dicker. Um den zu starten, reicht das dicker. Wir brauchen jetzt nicht den Tank voll machen. Der Tank fasst, glaube ich, 12 Liter oder so. Der Kanister ist gerade mal 5 Liter. Also wie gesagt, brauchen wir das definitiv nicht voll machen. Und übrigens, das Öl hat auch noch einen positiven Effekt. Und zwar, durch das Öl, da werden die ganzen... Erstens wird der ganze Dreck rausgespült, beziehungsweise es wird durchgejagt. Das ist ganz schnell verbrannt. Das ist absolut kein Ding. Es kann passieren, dass am Anfang, wenn es starten sollte, dass am Anfang ein bisschen raucht. Es verbrennt aber ganz schnell. Wir haben extra ja auch noch die Zündkerze nicht gewechselt. Was man ja eigentlich machen muss. Aber wie gesagt, wir wollen ja erstmal die ersten Ergebnisse sehen.
So. Das können wir mal wegpacken. Man sieht das auch hier. Das ist auch was Interessantes. Und zwar, wir haben hier ein Schloss. Der funktioniert richtig toll. Ja, schlecht. Das geht ja gar nicht mehr wieder raus. Da gibt es einen Trick bei sowas. Und zwar haben wir hier Wundermittel. WD-40. Was denn sonst? Das hilft bei jedem Schloss. Wir sprühen das einfach hier richtig schön dicker ein. Hier überall noch. Und da noch. Am besten hier noch was rein. So. Der und da. So, und jetzt schauen wir mal einfach. Hier kommt noch ein bisschen. Und drücken und bewegen. So. Gesehen? Ich zeige es nochmal. So. Es ist komplett zu. Wir haben das extra nochmal eingesprüht, damit es leichter geht. Und zwar folgendes. Wenn man das, der Pfeil muss immer nach vorne zeigen. Und einfach den Deckel runterdrücken. So. Aber das reicht mir nicht. Weil wie gesagt, das Ding stand ja lange. Und daher sprühen wir noch ein bisschen rein. Und man schaut da. Erstens, der Schlüssel geht viel leichter rein. Und zack, funktioniert das auf Anhieb. Da haben wir schon mal erste Reparaturergebnisse. So, wir machen folgendes. Das packen wir erstmal schön weg alles. Wir machen folgendes. Wir probieren jetzt einfach mal das Motorrad zu starten. Und zwar dadurch, dass wir haben nicht viel Sprit reingemacht. Deswegen machen wir das. Den Benzinhahn erstmal auf Reserve. Wieso das mache ich mal schnell? Das, wie gesagt, nach, in dem Fall nach unten ist Reserve. Steht ja auch hier. Sieht man bloß nicht mehr so toll. Gut. Dann versuchen wir einfach mal zu starten. Schlüssel rein, Schlüssel rum. Einmal aufpassen, dass das Ding an ist. Man hat ja hier Kill-Switch-Schalter bzw. Notausschalter. Und schön aufpassen, dass er auch an ist und nicht aus. Ich ziehe mal Schock. Die Batterie ist jetzt abgeklemmt. Sollte aber eigentlich kein Hindernis sein. So. Mal Schock aus und probieren noch mal so. Man sieht da, der springt immer noch nicht an. Ja, dann forschen wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, erstmal Benzinhahn wieder zu. Der Sprit nicht sinnlos runterläuft. Hier haben wir den Vergaser. Den müssten wir jetzt irgendwie ausbauen. Tja, wie kommt man da dran? Wir haben hier zwei Deckel, von der Seite und von der anderen Seite. Und ich würde sagen, die machen wir ab. Und wir machen noch die Sitzbank ab. Die und die und die Seitendeckel. Damit wir schön bequem an den Luftfilter drankommen und an den Vergaser. Weil der Luftfilter, der sollte nämlich auch sauber sein. Weil wir wollen ja damit irgendwann auch fahren. So, jetzt zeige ich euch mal einen super Zaubertrick. Und zwar folgendes. Hex, Hex, die Sitzbank ab. So, die Sitzbank ist ab. Was sehen wir hier? Wir schauen einmal hier. Da, das ist die Ansaugstütze von dem Luftfilter, würde ich sagen. Ja, wie man sieht nicht viel. Das ist, sollte man meinen, ist doof, ne? Nein, das muss so sein. Und zwar müssen wir als allernächstes den Seitendeckel wegzaubern. Hex, Hex. So,
Und zwar haben wir jetzt den Deckel weggezaubert. Geht relativ einfach, wenn man zaubern kann. Was sehen wir da? Wir sehen. Wir sehen hier so ein komisches Ding. Ich schätze mal, dass der... Das ist das Blinkrelais, würde ich sagen. So, dann haben wir hier den Luftfilterkasten. Ja, viel weiter sind wir leider nicht gekommen. Entweder nehmen wir den kompletten Luftfilterkasten raus. Oder... Ja, Folgendes, wir machen das anders. Und zwar, wir drehen jetzt mal hier einfach mal diese vier Schrauben auf. Und schauen wir einfach rein. Und dann sollten wir nämlich an den Luftfilter kommen. So, und dann versuchen wir einfach nochmal mit Zauberkunststückchen. So, pass auf, diese Schraube. Hex. So, die Schraube haben wir weggezaubert. Die nächste Schraube machen wir über Kreuz. Hex. So, jetzt haben wir die zweite Schraube weggezaubert. Jetzt haben wir aber noch diese und diese Schraube. Oh, das ist mir ein bisschen zu bunt. Das muss schneller gehen. Da müssen wir so Hex. So, wir sehen hier den Luftfilter. Wie geht denn der raus hier überhaupt? Gute Frage, hä? Ich würde sagen, schaut euch das mal an. Das ist genial gemacht. Und zwar, man hat hier so einen Haken. Und den zieht man einfach. So. Sollte eigentlich nicht in der Hand sein. So, und jetzt können wir den Luftfilter rausnehmen. Man hat hier Stutzen. Da. Ja. Na gut, der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Ein bisschen klopfen. Wow! Haben wir irgend so eine 4 rausgeklopft? Ah! Ist weg? Hoffentlich. Egal. Scheiß wie. So. Was wir noch sehen. Und zwar, wir sehen den ganzen Dreck und Staub. Wir machen den erstmal sauber, würde ich sagen. Aber abgesehen davon muss ich leider zugeben, das Ganze hat jetzt nicht weiter geholfen beim Vergaser abbauen. Das wird ein bisschen komplizierter. Man sieht da, man hat hier einen Kanal. Okay, wenn man das nicht sieht, dann glaubt es mir einfach mal ruhig. Vom Luftfilter, da. Der ist das. Da könnte man jetzt auch Starthilfe-Spray reinsprühen, Bremsenreiniger, irgendwie sowas in der Art, um den leichter zu starten. Wir müssen aber trotzdem den Vergaser erstmal rausnehmen. Das Filmen, finde ich, ist Quatsch, weil das habe ich schon öfters gezeigt, wie man das macht. Man hat ja hier hat man ja die Schrauben, entweder die zwei von der Seite und von der anderen oder diese zwei da, die. Je nachdem, ist im Prinzip relativ egal. Dann ist der von der Seite locker und von der Seite die Schelle abschrauben. Dann ist er von der Seite auch locker und dann kann man den rausnehmen, beziehungsweise hier ein bisschen so nach vorne ziehen, dann die ganzen Schläuche abmachen, den Gaszug und so weiter. Ist ja nichts Neues, deswegen denke ich mal, abgesehen davon, ich denke, das schafft auch jeder, der das schon mal gemacht hat, oder beziehungsweise der einfach mal das versucht, der schafft es auch. Bodenbeleuchtung auf, hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not bad crime. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf, hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, Scooter Tuning ist not a crime. Schon mit 15 hat es angefangen, das Scooter Tuning lieber. Scheiß auf Hausaufgaben, Scooter Tuning war mir wirklich lieber. Einen hammergeilen Kieser und nen Sony-Auspuff. An den größeren Vergaser für noch mehr Ansaugluft. Kupplung, Varimatik und den Riemen von Polini. Alles abgestimmt auf Power und die Viber in Bikini. Endlich Geld für nen Evo und nen
ne neue Kurbelwelle. In den Sommerzeiten immer heizen und natürlich Rennduelle. Wenn der Bulle kommt, heißt es die Faust im Nacken. Einfach Schleichwege fahren, frisst mein Staub, ihr Spacken. Keine Panik wegen Nummerschild, ich hatte niemals einen in Gefahr. Man siehe da, wir haben den Vergaser jetzt ausgebaut. Und schau mal, guck, wir haben hier einmal den Gaszug. Das ist das hier, die Zusatzpumpe. Das ist, wenn du hier drückst, dann drückt das hier runter und dann spritzt das hier noch extra Sprit raus. In dem Fall sich nichts rausspritzen, ist ja auch egal. Und hier befindet sich ja der Schieber, den wir hier gerade ausgebaut haben, komplett mit der Nadel. So, was ich vermute, ist ja halt das gleiche wie beim Roller, dass die Düsen zu sind. So, jetzt schrauben wir das erstmal ab. Alles aus. Ich habe hier ein perfektes Beispiel, und zwar die Schwimmkammer, die will nicht abgehen. Was machen wir da? Ich habe die Schrauben alle abgeschraubt und das wird trotzdem nicht abgehen. Ganz einfach, ich halte mal leicht mit dem kleinen Finger fest und dann kleinen Klaps. So, und schau mal, guck, das geht alles ab. Oh, schaut euch das mal an. Das ist es wert anzugucken, definitiv. Guckt euch das an, hier den ganzen Schmodder, hier auch. Guckt euch das an, was hier alles dran klebt. Hier. Also das müssen wir erstmal richtig sauber machen. Ich habe noch Schmodder. Machen das folgendermaßen. Machen da ordentlich schön reinspringen. Und das lassen wir da mal weichen, so kurz mal. So. Richtig schön durchspülen. Man sieht ja auch hier, dass die Farbe von Bremsenreiniger, die ist ja eigentlich ist der Bremsenreiniger ja klar. So, das lassen wir erstmal durchtrocknen, so wie das ist. Machen wir die Hauptdüse raus. Erste Linie. Und die Nebendüse machen wir auch raus. Das, was ich schon befürchtet habe, ich denke mal, das werden wir schon hier sehen. Nebendüse, Hauptdüse. Hauptdüse hat sogar noch eine Öffnung. Blick mal. Wir erwischen mal. Meine Düsen, die sehen halt so aus. Meine Hände, die sehen halt auch so dreckig aus. Rein von dem Vergaser bloß jetzt. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Bis auf die Vergasernadel. Das machen wir erstmal alles sauber. Hier ist ein Pass und das muss mit dem Stift hier übereinstimmen, der hier drin ist. Man hat hier ein Gas an. Standgas-Einstellschraube. So, jetzt habe ich es raus. So, das Ding guckt hier drin raus. So,
Und dieses Pass, dieses abgeschrägtes, muss da rein. So, das muss auch ganz leicht reingehen. Von innen muss das da perfekt drin passen. Ein bisschen drehen so. Dann haben wir es. Martino, der muss erstmal so einstecken, dann drehen wir um, dann so, das rein. Ist das viel mehr Arbeit? So, das da drin haben wir noch ordentlich mit dem. Der, da kann ich so rein, also muss das da erstmal rein. Und so, dann einmal muss das hier rein. So, dann muss das da fest jetzt runter. Da ist der Schraubchen ein bisschen drüber rein. So, ich muss mal das nicht, funktioniert. So, folgendes. Der Vergaser ist wieder drin. Fast wie durch Zauberhand oder fast wie durch meine Hand. So, probieren wir es einfach mal. Zündung an. Einmal drauf. Ich versuche erstmal ohne Schock. Tank natürlich aufmachen vorher. Siehe da, das Motorrad läuft wieder. Und zwar haben wir jetzt den Vergaser sauber gemacht. Die Zündkerze habe ich vorher schon geguckt. Die hatte schon Zündfunken gehabt. Luftfilter haben wir immer noch draußen. Unser Ziel war für heute, dass das Ding hier, das wunderschöne Ding hier, dass das Teil einfach mal ein Lebenszeichen von sich gibt. Und das haben wir, siehe da, haben wir erreicht. Ich sage nicht umsonst, jedes Mal, fast in jedem Video, sage ich, guckt in erster Linie immer nach dem Vergaser. Gerade bei solchen Geschichten, wo das Motorrad eine ganze Weile stand. Wir haben den Vergaser sauber gemacht, zack, ist er angesprungen. Aber wir sind noch lange nicht fertig eigentlich. Weil, da ist zwar angesprungen, aber bis er fährt, ist noch ein langer Weg bis dahin. Und das könnt ihr in den nächsten Folgen euch gerne angucken. An dieser Stelle möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.